bin wie bin vom Mond. Wer wiegt die kleinen Sterne in den Schlaf? Nicht müde. Hoch oben im Himmel, in den weit entfernten Wolken, sind die Wolkenkinder mal wieder sehr beschäftigt. Besonders Baba Gelb wirkt heute ein bisschen abgehetzt. Du bist etwas spät dran, Baba Gelb. Wir brauchen Hilfe mit diesem Heuballen. Tut mir leid, Wolkenkinder. Aber kleiner Stern wollte und wollte heute einfach nicht einschlafen. Und? Schläft er jetzt? Ja, endlich. Hui! Yippie! Ja. Kleiner Stern! Juhu! Ich kann nicht glauben, dass du schon wieder aufgestanden bist. Komm, Wolkenhopsen, Baba Gelb! Juhu! Ach, du liebe Güte, was ist denn los, Baba Gelb? Es ist kleiner Stern. Man kann ihn heute unmöglich in sein Bett bringen. Ich verstehe, was du meinst. Wenn kleiner Stern nicht bald ins Bett geht, dann wird er heute Nacht mit Sicherheit zum Funkeln zu müde sein. Und ich hab doch noch so viel zu tun. Könnten wir helfen? Könnten wir? Ich meine, wir könnten. Wirklich? Natürlich. Ich bin sehr überzeugend. Wir müssen streng sein. Aber ich bin mir sicher, mit unserer Hilfe wird er im Handumdrehen einschlafen. Das wäre wunderbar. Zusammen macht ihr das bestimmt super. Da bin ich ganz sicher. Natürlich machen wir das super. Oh, danke schön. Ja, juhu. Ja. Hä? Oh, oh. Komm jetzt raus, kleiner Stern. Wir wissen, dass du da bist. Zeit für dein Nickerchen. Komm schon, kleiner Stern. Fang mich doch. Juhu. Oh. Komm jetzt her, aber sofort. Wir haben keine Zeit für solche Spielchen. Hey! Hey! Ja. Das ist doch nicht zu glauben. Warum lassen wir ihn nicht in dem Glauben, dass wir mit ihm fangen spielen? Dann können wir ihn doch wieder zurück... Ach, du bist viel zu milde gestimmt. Wenn wir es auf deine Art versuchen, bekommen wir ihn nie ins Bett. Also, wenn wir es auf deine Art versuchen, werden wir ihn verschrecken. Nein, ich glaube, mein Weg ist der beste. Und für gewöhnlich liege ich richtig. So nicht. Du denkst wohl, dass du immer recht hast, Herr Regenbogen. Naja, du bist derjenige, der Zeit verschwendet. Er könnte mittlerweile überall sein. Dann sollten wir uns auf den Weg machen und ihn suchen, nicht wahr? Na gut. Ach, ich schätze, das sollten wir. Also, wenn du etwas strenger gewesen wärst, dann hätten wir... Was? Ja. Ja. Das ist doch einfach nicht zu glauben. Und ich dachte, kleiner Stern wäre im Bett. Das dachte ich auch. Da ist er. Ich habe es dir ja gesagt, Herr Sonne. Herr Sonne? Herr Regenbogen? Oh, hallo, Baba Gelb. Kleiner Stern ist immer noch nicht im Bett. Wir haben ihn nur fertig... Müde gemacht. Wir haben alles unter Kontrolle, Baba Gelb. Er wird ruckzuck im Bett sein. Hui. Schluss jetzt, kleiner Stern. Hör auf, rumzualbern. Es ist Schlafenszeit. Du kommst sofort mit uns. Na gut. Siehst du, so macht man das. Wir werden sehen.
gemacht, kleiner Stern. Mach es dir schön gemütlich und schlafe einfach ein. Ich denke, er wird nicht einfach so einschlafen. Baba Gelb spielt ihm vorher immer noch ein Schlaflied. Was? Also ich kann nicht singen und ich kann auch nicht Flöte spielen. Aber ich kann pfeifen. Und ich singe dazu. Ich glaube, nur pfeifen wäre besser. Aber wenn du unbedingt singen willst... Versuchen wir es zusammen. Auf drei, auf eins und zwei und lahm, 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 lahm. Was? Dein Lalalam verdirbt mein Pfeif. Oh, du pfeifst vollkommen falsch. Das stimmt nicht. Tue ich nicht. Dein Lalalam würde sogar die Sterne wachhalten. Bobo mit. Du möchtest gern Tenor. Was willst du singen? Oh, wer ist weg? Wer ist weg? Oh, ich glaube es ja nicht. Wir müssen ihn finden. Kommt schon. Das ist alles deine Schuld, wenn wir es auf meine Art gemacht hätten. Hallo, Herr Regenbogen. Wie ich sehe, habt ihr kleiner Stern endlich ins Bett bekommen. Das freut mich sehr. Danke. Naja. Nicht ganz. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Oh, alles wird gut, Baba Gelb. Alles unter Kontrolle. Kein Grund zur Sorge. Kleiner Stern, komm sofort her. Dieses Mal passt du auf ihn auf und ich erzähle ihm meine Geschichte. Ich bin ein fantastischer Geschichtenerzähler, wie du weißt. Also ich denke, es wäre viel besser, wenn du nach Fluffy und Bobo Ausschau halten würdest, während ich seinen Kopf streichle. Das mag er. Geschichten sind besser. Nein, sind sie nicht. Sind sie doch. Ich erzähle dir mal eine Geschichte. Hey! Um den Himmel mit meinen Farben zu schmücken. Na los, kleiner Stern, ab ins Bett und... Oh, nicht schon wieder. Du solltest doch auf ihn aufpassen. Sollte ich nicht? Du hast gesagt, du machst das. Ach, wir können Baba Gelb nicht sagen, dass wir ihn wieder verloren haben. So geht das. Nein, kleiner Stern. Mein Weg ist besser, oder Fluffy? Nein, Bobo, am besten. Aber mein Weg ist schneller. Du solltest es so machen. Nein. Ja, genau so. Bobo, kleiner Stern, hört auf zu streiten. Hups, aber wir spielen doch nur. Sie spielen Herr Sonne und Herr Regenbogen. Bobo ist Herr Sonne und kleiner Stern ist Herr Regenbogen. Was? Sie haben... Es ist Zeit, dass wir es Hand in Hand versuchen, damit kleiner Stern ins Bett kommt. Ich bin der gleichen Meinung, Herr Sonne. Komm mit, kleiner Stern. Ein Wettrennen zu deinem Bett. Hurra! Ihr leider nicht, ihr zwei. Ihr könnt hierbleiben und weiterspielen. Gut gemacht, Herr Sonne. Soll hier? Ja. Tam, 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 tam. Dankeschön. Und so schlief kleiner Stern endlich ein. Und Herr Sonne und Herr Regenbogen lernten, dass sie in dem Moment zum Erfolg kamen, als sie sich einig waren. Ich denke, wir sollten deine Bettdecke hochziehen. Lass mal, es ist gut so. Sonst wird es ihm zu heiß. Nein, wird ihm nicht. Wird ihm. Wird ihm nicht. Ach, du lieber Himmel. Nicht.